Der Sturmgleiter. Was ist dir zugestoßen? Ich glaube, man wird einfach nur älter. Moment. Ja, der ist ein bisschen größer, ne? Wie unser Fury. Aber was noch? Toter Sturmgleiter, ja. Das wird nichts mit ihm zu tun haben. Was haben wir noch hier rumliegen? Ja. Eine Blutspur. Okay. Da sage ich immer gleich nach. Ah. Ist er etwa mit dem Heli zusammen gekracht? Komm. Sturmgleiter von RDA Fluggerät erwischt. Aha. Na, was haben wir hier? Öl. Tiefe Wundmale. Blauen Spuren. Thanator? Aber was noch? Der hat vielleicht den angegriffen. Ein Thanator. Ich finde immer sofort erwischt. Drei Hinweise und ewig nicht den vierten. Also ich habe da bisher Glück, aber bis ich das mal überhaupt rausgefunden habe, ne, wie das Zwei funktioniert. Spuren. Wo ist der andere hin? Es hat vielleicht zu tun mit... Mit damit. Etwas hat einen der Soldaten weggeschleppt. Der Sturmgleiter vom RDA-Fluggerät erwischt. Ein Thanator hat zwei Soldaten angegriffen, einen weggeschleppt. Warum hat die RDA den Sturmgleiter getötet? Unfall oder gezielt? Frisches Blut. Hm. Vielleicht finde ich sie. Oh oh. Das könnte einen bösen Kampf geben. Thanator hat mit seiner Beute gespielt und sie zum Sterben zurückgelassen. Wo willst du das wissen? Ah. Da liegt es. Ja, tot. Können wir raus? Wozu die Eile? Der kommt nicht zurück. Hat geheult wie ein kleiner Welpe, als die Flügeldrachen den hier brutal umgebracht haben. Um den mache ich mir keine Sorgen. Das hier ist Hunter Bravo-Territorium. Hunter was? Irgend so ein Horrorvieh, das aus einem alten Psyops-Labor im Wald westlich von hier geflüchtet ist. Wird ja, natürlich totgeschwiegen. Wer hat dir das denn erzählt? Da wollte dich wohl jemand verarschen. Sch, hast du das gehört? Kumpel, entspann dich. Ist gut getan. Ich hab's auch nur durch Zufall gesehen gerade. Gucken. Anker? Ja, ein RDA-Team wurde von einem Thanator namens Jäger Bravo angegriffen. Sagt dir das was? Oh, das sieht aber nicht gut aus hier, ne? Patia hat mir irgendwann davon erzählt. Eine gefährliche Bestie. Wird uns auch irgendwann töten. Du musst... Er ist noch hier. Ich muss verhindern, dass er mehr Leute tötet. Hör zu. Mach dich auf einen harten Kampf gefasst. Es ist keine Schande, dich zuerst besser auszurüsten. Ich nur. Oh, Essen zum Einsammeln. Und wie jetzt weiter? Hätte das Licht nicht geflackert, hätte ich das nicht gesehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, keine Spur. Dann müssen wir mal gucken. Komm raus. Stell dich dem Kampf. Rüdiger Bravos versteckt nach Spuren. Da. Eine Spur. Oh. Hallo, Tony. Ja, ich glaub's dir ja, Digga. Jäger Bravo.
Ein Signal? Aus dem Thanatoren? Wie kann das sein? Zack. So, zack, 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 zack. Erzähl. Fertig. Der Thanator weilt nun bei Ewa. Gut. Atir wäre darüber erleichtert. Das ist auch nicht der erste Thanator dieser Art. Ich frage mich, ob es noch mehr gibt. In der Aufzeichnung sagten sie etwas von einer Anlage im Wald, westlich von hier. Das könnte ein Anhaltspunkt sein. Wenn ich etwas höre, erfährst du es sofort. Easy peasy. So oft wird das ja nicht nötig sein. Sein oder ihr Lieblingsessen zu machen. Haha! Da hinten, ne, da drin steht jemand. Guck mal, hello. Ich zittere immer noch. Was wir sind denn? Heute früh einem wahnsinnigen Natterwolf begegnet. Wir müssen etwas tun, sonst wird doch jemand von uns zerfetzt. Wir oder ich? Okay, so. Wo kommt ihr denn her? Komm schon, die Mühe wird sich für dich lohnen. Sollen sie... Hi, kann ich dir vielleicht helfen? Hey, zieh dir das rein. Unsere Navi-Freundin hat ein paar RDA-Typen entdeckt. Meinte, die hätten gegraben. Im Südosten. Ich dachte schon, ich hätte mich verhört. Aber nee, klingt verdächtig. Sie meinte, es sei nichts. Gut, vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Aber was, wenn nicht? Stimmt das? RDA-Leute vergraben heimlich gefährliche Dinge? Ja, ich habe es gesehen. Schon oft. Himmelsmenschen tun merkwürdige Dinge. Das ist neu, aber kaum besorgniserregend. Wo haben die Himmelsmenschen gegraben? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war an einem gewundenen Fluss mit schwebenden Bergen. Mehr weiß ich nicht. Okay, das reicht, um den Ort zu finden. Ich kann mich dort umsehen. Das wäre wirklich sehr lieb von dir. So bin ich. Schwebende Berge. Gewundener Fluss. Das RDA-Versteck. Muss hier sein. Ja, da, da. Eindeutig. Ist ja auch geil, der Ausschlag. Kann ich da rein? Das nennt ihr Versteck? Ist ja wohl mehr als offensichtlich. Okay, gucken wir da mal rein. Spielen? Es macht keinen Unterschied, ob wir 10 oder 10.000 Blaue töten. Wir stecken in der Patsche. Deshalb verwahren wir diese guten Sachen. Je länger die Schlacht, desto wertvoller werden die. Das steht uns zu. Wenn du das hörst, gehörst du zum, sagen wir mal, inneren Zirkel. Vergiss nicht, auch anderen zu helfen. Okay. Und wieder zurück zu Luis. Quasi offstream. Tja, was geht? Da bist du ja! Was für irre Sachen haben die vergraben? Halt dich fest. Schokolade. Süßigkeiten der Menschen, oder?
Oma hat davon gesprochen. Im Ernst jetzt? Diese Gauner verstecken Schokolade? Mann, tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen hab. Dann kann ich jetzt auch Schokoladenfinder zu meinen Errungenschaften zählen. Gleich nach hat eine Bruchlandung hingelegt und wär fast verreckt. Niemand ist perfekt. Außerdem kannst du jetzt Schokolade an alle verteilen. Sehr schöne Umschreibung für Zeitverschwender, aber es stimmt schon. Was ist Schokolade? Riecht schlimm und sieht noch schlimmer aus. Darf ich mal probieren? Oh, du wirst das Zeug lieben, glaube ich zumindest. Merkwürdige Mischung aus bitter und süß, wie seltsam. Das erste Mal Zucker. Ja, man kann nicht damit aufhören. Greif zu. Danke für die Schokolade. Ich würde dir Aranahe-Essen bringen, aber du weißt schon. Was für ein Regal? Ein Billigregal? Weiß der ja gar nicht, was das ist. Oh, kann ich mich da hinschleichen? Das könnte... Nee. Vielleicht von der anderen Seite, ne? Oder ne? Da kann ich gar nicht hoch. Schade. Versuchen wir es mal hier. Ein Sniper. Wir sollten nachts nicht draußen sein. Okay, ich muss aus dem Wasser raus. Oh. Okay, warte mal, dann gehen wir mal weiter gucken. Der ist halt gefährlich da. Ich glaube, da habe ich hier mehr Glück. Scheiße, hat er. Oh, die haben mich gesehen, ne? Hier da drüben!
Spur. Alter. Lad doch nach, Digga. Ja, ist echt schwer. Ist echt schwer. Also ein paar habe ich ja auch schon gemacht am Anfang. Habe ich nicht einmal geschafft, ohne erwischt zu werden. So. Ja, die Musik ist wirklich cool. Warum muss ich da wieder wo reinschießen? Bestimmt. Einfach ein Schalter. Viel schöner. Da ist er. Okay. Dann auf geht's. Da sehe ich auch schon das nächste. Ja, im Hellen ist es auch ein bisschen einfacher, glaube ich. Driften. Ja, und schauen wir mal. Jetzt müssen wir da hoch. Das war der Sprung. Genau. Dann hier lang. Dann hier lang. Und hier lang. Das müsste das letzte sein, genau hier. So. Was, unten durch? Unten durch. Ich kann ja nur hier durch. Ein Stück weiter. Ein Stück weiter jetzt oder ein Stück weiter zurück? Ich muss ja eigentlich hier.
Da sehe ich was da unten. Da sehe ich was. Ich spiele das jetzt einfach selbst nochmal, dann fühle ich das auch besser. Ja, klar. Wir kommen der Sache schon näher. Ah. Große Baumwurzel. Ah, ich höre die Musik schon. Da. Da. Ah, die schwebenden easy. Steine. Sie sind vom Land getrennt. Oder nicht? Hm. Ihr Wasserfall spendet dem Land immer noch Wasser. Ist das die Lektion, die ich lernen soll? Dass alles verbunden ist, auch wenn es nicht so scheint? Dass man nur genau hinsehen muss? Da. Rinella, ich habe mehr Totems unseres Clans gefunden. Mehr als wir dachten. Und du bist noch inspiriert. Vielleicht mehr als das. Es ist fast so, als würde ich mich erinnern. Vielleicht will ich das fühlen. Aber es ist, als hätte ich die Totems früher schon mal gesehen. Vielleicht bringen dich diese Totems näher zu unseren Leuten. So wie damals, als wir durch Awa Entu begegnet sind. Nor sollte es noch mal versuchen. Irgendwann. Ich habe jetzt erstmal 3 Akkus im Ladegerät. Von? Hier muss sie sein. Anufi. Was für ein Vieh? Komm, wir gehen da mal rein. Uah! Uah! So, hier ist zu, ne? Nein, ja. Es muss woanders reingehen. Ja, ich weiß. So. Die kleinen Drohnen. Ah, geil. Sehr geil. Ist endlich da. Cool. Da freue ich mich schon auf Bilder, Videos. Was ist das, irgendwo eine hübsche Nachbarin, die du filmen kannst durchs Fenster? Hey, ah. Was machst du hier? Das wollte ich auch gerade fragen. Wer bist du überhaupt? Hast du dich verlaufen? Ich suche nach Anufi. Du bist leider umsonst so weit gereist. Satne sagte, dass sie hier lebt. Ich suche die Heilerin Anufi. Unsere Zahi empfängt in letzter Zeit niemanden. Mufasa verbietet es. Ich bin hier, um mich um sie zu kümmern. Mufasa? Ich möchte nur mit ihr sprechen. Meine Leute brauchen Hilfe. Ich habe deine Zeichen gesehen. Vielleicht macht sie eine Ausnahme, wenn du dafür. Was, das würde die Nachbarin auch sagen. Ich versuche es. Wie komme ich rein? Sie hat eine Barriere aus Pilzen erschaffen. Aber mal gucken, ob das Bild scharf ist oder nicht. Und sie hat ihren Eingang verborgen. Ich kann dir nicht helfen, aber ich halte dich auch nicht davon ab, sie zu finden. Ja, nett von dir, Samil. Diese Pflanzenbarriere. Wie die in der Kolonie. Ja, Pilze am Eingang finde ich ja schwierig. Ja, das stimmt. Pilze am Eingang, nie wieder. Ups, habe ich zu viel verraten. Kann schmerzhaft sein. Oh, hier. Nummer 1. Das ist es. Muss die anderen finden. Nummer 2. Gibt's noch mehr? Nee, ne? Doch, anscheinend schon. Oh, damn. Ah, da. Muss noch was sein. Das? Nee. Das. Ah.
Okay, wo noch? Ach, geht das auf Zeit? Nee, ne? Doch, das geht auf Zeit. Oder habe ich nicht einfach nur übersehen eben? Warte mal. Mir fehlt noch was. Aber wo? Die ist kaputt, ja. Die ist kaputt. Ah, guck mal, hier geht's noch irgendwo hin. Dillim, 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 dillim. Wo lockt ihr mich hin, sag mal? Und offen? Show me, show me. Das hat wohl geklappt. Hahaha. Siehst du mal. Bin ja kein kleiner Dummer. So, erstmal wieder bauen. Und dann wegstecken. So. Oh ja, der hat wirklich Pilz am Eingang. Oh Mann. Oh, dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Oh, schön hat es hier. Ja, kann man herstellen. Ah, Zeit vergehen lassen, durchsuchen. Okay. Hier noch was drin? Sicher das. Okay. Schicke Wohnung, ey. Was kostet hier kalt? Ja, ja. Irgendwas ist da irgendwo. Wir sehen es nur nicht. Erstmal nicht so wild. Ah, da ist jemand. Anufee? Tritt ins Licht, wo ich dich sehen kann. Du sollst die beste Heilerin der Kametire sein. Lügen. Ja, ja, der fehlt. Das Heilen hat mich einst vergnügt. Und mir Macht verliehen. Die Macht zu verletzen. Diese Hände sind der Beweis. Und... Oh, Toffel, du hast für 6 Monate gleich abonniert. Ein kleines Alter. Ding wie dies. Sehr geil. Es sollte... sollte heilen, brachte aber nur Schaden. Und der Nebel hat deine Leute... Was hast du getan? Hier kind. Steht... Hat erneut für 6 Monate auf Stufe 1 abonniert und abonniert jetzt schon 6 Monate. Getötet. Nein. Kann das sein? Das waren die Himmelsmenschen. Nein, ich war es. So viele Tote schon. So gefährlich. Ich kann nicht riskieren zu versuchen, noch mehr Unschuldige zu heilen. Aber sie sterben ohne deine Hilfe. Dann sterben sie. Na, das ist aber nicht nett. So eine gemeine alte Hexe. Okay, dann machen wir erstmal die Tür auf. Nor? Ja, hast du sie gefunden? Ich habe mit der Zahi Anufi gesprochen. Nicht leicht. Wie gesagt, sie sind sehr scheu. Nicht nur das. Etwas geht hier vor sich. Sie ist verwirrt. Sie gibt sich die Schuld am Tod der Sarentu. Kann das sein? Das ergibt keinen Sinn. Was hat sie noch gesagt? Dass sie uns nicht helfen kann und wir im Nebel irren.
Ich weiß nicht. Vielleicht verbergen sie etwas. Niemand will mir helfen. Alle wirken ängstlich. Warum meinte Alma, wir könnten ihnen nicht trauen? Die Kamettiere waren immer gut zu uns. Es fühlt sich nicht richtig an. Es muss doch noch andere geben, die uns helfen könnten. Da ist Anufis Wächterin. Sie hat mir geholfen. Mal sehen, was sie sagt. Checken wir mal die Lage. Was die Wächterin hier zu melden hat. Hallo? Warum Zami. Wollte Anufi mir Zami? Nicht helfen? Als Heilerin? Anufi ist beunruhigt. Zamhil. Sie braucht Zeit. Ich habe keine Zeit. Die Himmelsmenschen haben angegriffen, getötet, verletzt. Bitte. Ich weiß nicht mehr weiter. Niemand darf von meiner Hilfe wissen. Es gibt noch einen Heiler. Sein Name ist Siul. Wo finde ich ihn? Kräuterkunde ist verboten, aber Siul macht weiter. Verboten? Ich hörte, ihr seid bekannte Kräuterkundler. Finde ihn. Er kann es erklären. Ich kann nicht helfen, wenn ich nicht weiß, was los ist. Sprich mit Siul. Die Kräuterkundler leben in den Höhlen. Er müsste dort sein, auch wenn ich ihn lange nicht gesehen habe. Mehr weiß ich nicht. Bitte geh. Verstehe. Danke. Geh mit Gott, aber geh. Hallo? Siul? Aha. Siul? Nor? Uhu. Ich bin in Siuls Werkstatt. Sie ist verlassen. Und das wohl schon länger. Wieso sind so viele Kamettiere verschwunden? Glaubst du, es ist der Jave? Ich sehe mich mal um. Es hat vielleicht zu tun mit... Mit damit? Ich glaube, Siul versucht etwas daraus zu machen. Aus krankem Augendorn? Er ist Heiler. Das weiß er besser. Was haben wir noch? Hier haben wir noch was. Ich frage mich, ob... Ich mache mir Sorgen, dass unsere Geschichten vergessen werden. Nein, da gehe ich wieder raus. Das bringt mir nichts. Pilze? Ne. Injus, hi! Danke dir. Wie geht's? Alles gut? Ah, lecker. Was würde ich ohne dich tun? Verdursten wahrscheinlich. So, jetzt... Ich sehe aber hier nicht noch was weiteres rumliegen. Zum Untersuchen. Alles gut, endlich mal wieder in den Stream geschafft. Ja, war schon lange nicht mehr da, ne? Direkt aufgefallen. Und wir sind ja quasi schon im letzten Gebiet. Das hat aber nichts damit zu tun. Also, geschätzt so 75% habe ich mir sagen lassen. Und dann haben wir es schon gepackt. Oh. Was hat er da für Flecken hingemacht? Will ich wissen, was hier passiert ist? Da ist doch sonst nichts. Oder bin ich blind? Naja, wer kommt denn für das Spiel statt dem charmanten Streamer? Oh. Schön wär's. Aber danke. Was da? Ne. Ich hab von meinem Mentor viel gelernt. Oh, hier, Hände. Hallo? Da. Aha. Eine Zeichnung einer Schlucht und Farbmarkierungen. Charmant, das Wollte Siul, dass man ihm folgt? Lügner.
Ja, Siul will etwas Spur. Mischen. Anufis Wächter sagte, die Kräuterkunde ist verboten. Vielleicht ja, mach mal Mischung. Konnte Siul es nicht mehr verbergen. Also ging er zur Schlucht. Dort könnte es auch Augendorn geben, wenn es nahe dem Yavä ist. Ich suche es.